Hallo, meine Lieben. Ja, meine Lieben, ich kündige euch ein Channeling an aus aktuellem Anlass. Und zwar auch wir hier in Spanien haben ja heute früh in den Nachrichten gehört, dass die Krise Russland-Ukraine heute Nacht eskaliert ist. Ja, dass es jetzt dort erste Angriffe gab und hier ein Krieg entflammt ist. Und ich hatte von Anbeginn, als ich das gehört habe, sofort den Impuls, da möchte eine gechannelte Botschaft durchkommen. Ich habe die Botschaft jetzt gerade aufgenommen und die hat mich sehr, sehr, sehr aufgewühlt. Ich war wirklich, ja, richtig aufgeregt. Das hört man auch im Channeling, ja. Also es ist eine Botschaft, so habe ich die, glaube ich, in einer Art und Weise auch noch nie wiedergegeben. Ich möchte die euch gerne zur Verfügung stellen und zwar eben nur denjenigen, die sie wirklich hören wollen. Das hat einfach den Grund, weil ich möchte mich ja grundsätzlich eigentlich zurückhalten, ja, mit Videos, die so über politische Zustände handeln. Ja, ich habe mich ja auch mit der ganzen Corona-Sache sehr zurückgehalten, aber das war so dringend, diese Botschaft, die ins Kollektiv soll, dass ich sie einfach einem geschützten Raum, in einen geschützten Raum geben möchte. Also das heißt, wenn du dir die Botschaft anhören möchtest, dann ist sie auch für dich bestimmt. Aber ich möchte sie nicht Tausenden von Usern hier auf YouTube darlegen, weil ihr wisst, dann kommen sehr viele auf den Kanal, die gar nicht Teil unserer Heart and Soul Family sind. Und das möchte ich einfach nicht. Das ist sowas, ja, ich möchte fast sagen, Intimes gerade gewesen, diese Botschaft zu übermitteln, die sicherlich für viele von euch, die sich dazu entschließen werden, sie anzuschauen, hilfreich ist und die dann auch ins Kollektiv weitergegeben wird, denke ich, ja, von einigen von euch, die zuschauen werden oder zuhören werden. Aber ich fühle mich einfach wesentlich sicherer und wohler in diesem geschützten Raum. Und deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ich diese Botschaft, ich mache es auch wirklich für einen ganz, ganz, ja, kulanten Ausgleich, ja, den jetzt, glaube ich, jeder erbringen kann, der die Botschaft hören möchte, aber ich fühle mich einfach wesentlich sicherer und wohler, wenn diese Botschaft in diesem Rahmen wiedergegeben wird, als hier öffentlich auf YouTube. Ihr findet den Link sowohl zu Vimeo als auch zu unserer Website hier unter diesem Ankündigungsvideo. Und ich glaube, der geistigen Welt lag es sehr am Herzen, dass ihr das, was ihr dort hört, bitte teilt mit den Menschen, die euch begegnen, die euch nahestehen. Ja, meine Lieben, also wie gesagt, es ist sehr emotional, das Channeling. Ich bin da sehr aufgewühlt. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber ich habe jetzt auch ein paar Mal überlegt, soll ich sie überhaupt ins Kollektiv geben oder nicht. Aber ich habe hier ja einmal dieses wunderschöne Bild. Das hat mal vor Jahren eine ganz liebe Klientin für mich gemalt. Sie hat hier Jesus dargestellt, der mich in den Arm nimmt. Ja, also das war ein Geschenk von ihr an mich, nachdem sie mein Video über diesen Traum von Jesus gesehen hat. Und ich habe hier mal ein Herz aus Stein hingelegt. Das habe ich hier auf der Finca in unserem Garten gefunden und das war für mich irgendwie heute das Herz aus Stein von Präsident Putin. Und es ist, wie gesagt, ein sehr, ja, emotionales Channeling geworden und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Botschaft anhört und wenn ihr sie dann auch teilt mit den Menschen, die euch nahestehen. Ich danke euch sehr und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss, eure Uli.